einer neuen Podcast-Folge. Hallo. Ich bin auch mal wieder dabei. Richtig, ihr hört mal wieder Jannika. Genau, aber und nicht mehr so lange. Nee, wir haben Neuigkeiten und die sind jetzt nicht ganz so schön für uns. Nichtsdestotrotz gibt es neue Herausforderungen und wie ihr vielleicht schon rausgehört habt, hat jedes Projekt seinen Anfang und sein Ende. Und auch dieses Projekt, das wird die letzte Episode sein. Ganz genau, deswegen nennt sich es auch ein bisschen Abschiedsfolge. Wir hatten eine unglaublich tolle Zeit hier mit unserem Podcast und wir hoffen vor allen Dingen, dass ihr auch eine gute Zeit hattet, dass ihr viele Infos mitnehmen konntet, dass ihr gerne eingeschalten habt und auch vielleicht Anregungen durch uns bekommen habt. Aber, wie Kai gerade schon gesagt hat, neue Projekte warten und der Podcast ist nicht unendlich in dem Fall, sondern jetzt nimmt er erstmal ein Ende und deswegen heute unsere Abschiedsfolge an euch. Genau, und nach anderthalb Jahren und knapp 40 Folgen kann man mal zurückblicken und sich durch den Kopf gehen lassen, welche Folge fandst du denn eigentlich am interessantesten, Jannika? Oder was ist dir vielmehr am meisten in Erinnerung geblieben? Boah, es ist super schwer. Also ich meine, was ganz Besonderes war zum Beispiel die Folge damals im Zoo, weil wir ja auch mit dem Kamerateam noch dabei waren und einfach von der Kulisse her war das was ganz Besonderes. Und ansonsten fand ich persönlich zum Beispiel von den Themen immer spannend, wenn man so beispielsweise männerdominierte Berufe sich angeschaut hat, wo aber dann eine Auszubildende dabei war, die gesagt hat, wie es als Frau ist. Genau. Also ich fand, kann dir nur beipflichten, die Zoo-Folge war natürlich extrem interessant und spannend. War auch ein spannender Tag, aber auch anstrengend für uns beide an dem Tag, auch mit dem Kamerateam. Für mich persönlich ist auch in Erinnerung geblieben und ich habe mich immer auch über Berufe gefreut, wo Studierende von sich erzählt haben, also auch Studentenberufe. Ich fand die MINT-Folge sehr spannend und interessant und hat mir Spaß gemacht. Und deswegen, ich glaube, es gibt keine Folge, die komplett uninteressant war oder die jetzt rückblickend unnötig war. Deswegen hoffen wir doch mal zumindest. Wenn ihr dann ein anderes Fazit habt, dann jetzt raus damit. Dann bitte behaltet es für euch. Genau. Dann bleibt uns an dieser Stelle eigentlich nicht mehr so viel zu sagen. Was wir aber noch sagen möchten, ist gebetsmühlenartig wie in jeder Folge. Meldet euch, wenn ihr Fragen habt, an eure Berufsberatung. Macht Praktika, so viel ihr könnt. Wir hoffen, dass die Situation es bald wieder zulässt. Teilt unsere Folgen, bewirbt weiterhin unseren Podcast. Der wird natürlich online bleiben. Ja, und habt vor allen Dingen auch Freude bei dem Thema rund um die Berufe. Nehmt es als Anlass, um euch mit euch, euren Interessen und allem auseinanderzusetzen und beschäftigt euch frühzeitig mit dem Thema. Das ist auch immer wichtig. Genau, ich glaube, das haben wir oft genug angesprochen und gesagt, aber soll natürlich auch nicht in der letzten Folge jetzt zu kurz kommen. Es war auch für mich mit der ein oder anderen Folge natürlich, in der die ich alleine gemacht habe, ein Riesenprojekt und hat viel, viel Spaß gemacht. Freue mich deshalb jetzt auch zum Abschluss nochmal die Jannika dabei zu haben und deswegen bleibt uns jetzt eigentlich nicht mehr viel zu sagen als Habt eine gute Zeit. Ja, alles Gute. Kommt gut rein in euren Beruf. Genau, das ist eigentlich unser größtes Anliegen und deswegen haben wir auch den Podcast gemacht. Ganz genau, dann wünschen wir euch was. Tschüss. Tschüss.